Hallo, hier ist wieder euer Nobby und schaut mal, was ich euch Tolles mitgebracht habe. Die Kobi 5812 A10 Thunderbolt 2. Ich habe lange darauf gewartet, freue mich so sehr, dass sie endlich da ist. Schaut, ein wunderschönes Flugzeug. Vielen bekannt aus Desert Combat Alpha, der Battlefield 1942 Mod. War dort das beliebteste Fluggerät, würde ich sagen. Mit Abstand das beliebteste Fluggerät. Schnell, wendig, kampfstark gegen Boden, hauptsächlich gegen Bodeneinheiten. Wunderschön. Die Rückseite, ein paar technische Daten, die Abmaße, nochmal ein Bild mit Ständer und die Funktion, das Übliche. Man kann das Fahrwerk reinklappen und man kann das Cockpit aufmachen. Wobei ich auch irgendeinen Flieger von Kobi habe, wo nicht mal das Cockpit aufgeht. Gut, lassen wir dahingestellt sein. Ist auch nicht so wichtig. Das sind Displaymodelle, die stellt man hin, die fasst man nicht mehr. Mein wichtigstes Kaufkriterium bei Kobi, sind wir uns einig. Ja, ich werde es mal versuchen aufzumachen, möglichst geräuscharm. Ein paar Grüße an meine Kollegen von Let's Break. Auch ich habe ein Cuttermesser. Kobi hat es nicht so mit Siegel. Da wird immer noch zugeklebt, leider. Aber man kann es recht einfach und vorsichtig ist an der Seite aufmachen. Ja, ihr seht nicht viel davon, aber es passiert auch nichts Spektakuläres. So. Und da hätten wir es offen, es riecht direkt weg. Achtung, es rauscht. Den wunderbar. Vollblendiges Bild. Meine Katze ist auch schon da, wie immer. Kommen wir zur Anleitung. Ich denke mal, das ist nichts Besonderes. Wir kennen Kobi-Anleitung. Vorher gingen die Bauschritte ausgegraut. Man muss die Noppen zählen. Dafür schön groß, deutlich. Und was Interessantes auf der Rückseite. F14 Tomcat. Den Harrier habe ich auch, den habe ich noch nicht aufgebaut. Ich habe den Harrier jetzt zurückgestellt. Da die Thunderbolt ganz neu ist, dachte ich, die ziehen wir mal vorher. Ja, den Apache habe ich nicht, der war mir einfach schlichtweg zu teuer bisher, muss ich sagen. Ach so, dieses Set, Bluebricks, eBay, 45 Euro in dem Dreh. Bei Kobi direkt 57, 58 Euro plus Versandkosten. Bei Bluebricks auch plus Versandkosten, aber ich glaube, Kobi möchte einfach nicht an Privatpersonen verkaufen. Sehe sonst keinen Grund, warum es 20% teurer ist. Gut, die ganze Logistik sind die nicht drauf ausgelegt. Die verkaufen lieber 200 Sets an Großhändler wie an 200 Einzelpersonen, kann ich auch verstehen. Macht aber auch nichts. Bei verschiedenen anderen Läden haben sie noch nicht gesehen. Auch ein Grund, warum ich das Video jetzt vorgezogen habe. Man muss ja mal ausnutzen, wenn man einer der ersten ist. Oder zumindest die Möglichkeit dazu hat. Gut, ich werde mal die Tüten auspacken. Das werde ich ohne euch machen. Ich möchte euch ja nicht unnötig quälen. Es wird so sein, dass in jeder Tüte wieder 15 andere Tüten drin sind. Wir kennen das von Kobi. Leider. Aber gut, wir sehen uns gleich wieder. Dann schauen wir uns mal die Teilequalität an. Bis gleich. Wir haben nun alles ausgepackt. Es gibt zwei Bauabschnitte, wie gesagt. Nummer 1, Nummer 2. Nein. Kobi. Einfach nur nein. Total unnötig. Schade. Aber gut. Sie sind lernfähig. Sie haben so vieles verbessert. Ich bin mir sicher, wenn es irgendeine Firma als erstes hinbekommt, das deutlich zu reduzieren, dann wird es Kobi sein. So wie Teile. Wir haben ein Formteil Cockpit. Und zeige ich mal hier mit Print. Ich finde das nicht schlimm. Ich habe nichts gegen die Formteile von Kobi.
Das macht das ganze Modell anschließend runder und deutlich hübscher. Der Bauspaß ist trotzdem da. Einige Hardcore-Noppen-Fans werden das nicht so toll finden, aber ich gehöre da nicht dazu. Wir haben die Cockpitscheibe. Komm her. Versuche mal hier zu zeigen. Ein Print drauf. Mikrokrotze, kann man das so nennen. Ja, ein paar ganz kleine. Aber na, da ist die Kamera. Also top. Ist okay. Wie viel zu sagen. Die Fliesen sehen ähnlich aus, typisch Kobi-Qualität. Kriege ich das irgendwie hin, dass es glänzt? Ja. Also nichts zu meckern. Ich sehe wenig Prints hier. Gut, das ganze Flugzeug hat eh nicht viel Prints. Wenn wir neben mir noch dieses Teil. Wenig Platten. Da bin ich gespannt. Und von diesen dünnen, von diesen praktisch diesen Baseplates, die in klein haben, um das zu stabilisieren, habe ich bis jetzt auch nur ganz kleine und ganz wenig gesehen. Da hatte ich von Flugzeugen, da hatte ich einen ganzen Teller voll von dem Zeug. Das ist jetzt hier wohl nicht so. Oder es kommt im zweiten Bauabschnitt. Den habe ich natürlich auch schon ausgepackt. Ich wollte nicht zweimal anfangen. Den zeige ich euch aber nachher, wenn wir zum zweiten Bauabschnitt kommen. Ich werde jetzt mal anfangen zu bauen. Und dann melde ich mich, wenn ich ein bisschen was zusammen gebastelt habe. Und zeige euch das dann. Also, bis später. So, nach ca. 30 Minuten Netto-Bauzeit haben wir hier zwei unterschiedliche Teile gebaut. Einmal den Rumpf, einmal der Ansatz der Flügel. Ganz massives Teil, also null Flex. Schicht über Schicht. Ein kleiner Hohlraum drin, der systembedingt ist, weil das hier oben, die zweite Reihe, sind keine einfachen halbrunden Bricks, sondern das sind halbrunde Bricks mit einer Noppe hinten dran. Ich blende euch, ich habe ein Foto gemacht, ich blende euch das hier oben ein. Die werden miteinander verschachtelt und dann kommt diese Fliese oben drüber. Mega stabil. Das Teil kannte bisher von Kobi noch nicht. Wir haben einige der beliebten Brus verbaut und auch eine gute Anzahl der bekannten Bügelperlen sind zum Einsatz gekommen. Ja, typische Kobi-Flugzeugkonstruktion. Super. Das ist der Ansatz der Flügel, ebenfalls auch wieder Brus. Unten diese kleinen Baseplates dran. Das Ganze wird dann so zusammengesetzt und wir haben die erste Basis fertig. Jo, ich mache weiter und zeige euch dann. Ich vermute mal, dass wir den Bauabschnitt 1 jetzt fertig machen, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert. Melde ich mich wieder, wenn der erste Abschnitt fertig ist. Ich blende doch noch mal kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts rein. Wir haben jetzt das Cockpit fertig gebaut. Die Konsole mit dem Print. Sieht man das hier oben? Nee. Ja, so sieht man. Eine halbe Minifigur ohne Beine, auf einen Knopf festgemacht, mit Sauerstoffmaske und Schlauch. Sieht man nicht mehr viel von. Cockpit rastet vorne ein. Super. Immer noch mega stabil. Ach ja, die Gatling Gun steht tatsächlich aus zwei Teilen, die zusammengesteckt wird. Faszinierend. Kommt hier dran,
Wir haben das Heck jetzt gebaut. Mit dem Höhenleitwerk. Die Seitenleitwerke kommen später im Bauabschnitt 2, habe ich schon gesehen. Wir haben einige Bügelperlen verbaut, um das Ganze unten zu fließen. Wir haben hier noch ein paar Baurichtungsumkehrer. Ich gehe davon aus, da kommen auch noch Fliesen drauf. Schön fand ich, dass die Bügelperlen, die eigentlich in Schwarz sind, hier hinten für das Heck, für die runde Kuppel am Ende, das sind so 4 Viertelecken, die auf einer Roundbrick festgemacht sind, und da haben sie extra graue Bügelperlen genommen, um das zu verbinden. Da kenne ich durchaus den einen oder anderen Hersteller, da wäre das jetzt blau, gelb oder grün. Das Ganze wird mit dem Flugzeug verbunden, mit der Front des Flugzeugs. Und dann wissen wir auch schon mal, wie groß das Ding wird. Jedenfalls in der Länge. Stark. Sieht jetzt schon toll aus. Alles glatt, alles super. Ich melde mich wieder, sobald es was Interessantes gibt. Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Bauschritt 76 war der letzte. Die Installation des Fahrwerks und der Raketen. Hier haben wir das gute Stück. Es fällt mir schon wieder so eine Rakete runter. Das kommt öfters vor. Aber ansonsten kann man das Ding überall anfassen. Nur vielleicht nicht gerade an den Raketen. So weit sind wir bisher. Fahrwerk unten ist umklappbar. Zeige ich nachher im Finish. Alles schön verkleidet. Wunderbar. Sehr stabil. Also man kann es überall anfassen. Wenn ich hier die Flügelkonstruktion so sehe, werde die auch sehr, sehr stabil werden. Da habe ich auch andere Konstruktionen, wo das nicht so der Fall ist, wo man aufpassen müsste. Ich bin immer wieder überrascht. Ich habe alle Flugzeuge bisher bis auf den Harrier gebaut. Und man könnte ja fast denken, das wäre immer dasselbe, wenn man ein, zwei gebaut hat. Dann hätte man da alles schon gesehen. Immer wieder faszinierend, was die für neue Techniken da reinbringen. Neue Bauweisen, neue Verschränkungen. Es macht einfach Spaß. Es ist immer wieder ein neues Erlebnis, diese Flugzeuge zu bauen von Kobi. Bin absolut begeistert. So, im zweiten Bauabschnitt werden jetzt die Flügel kommen. Die Triebwerke, noch ein bisschen Bewaffnung und Deko. Da schalte ich dann wieder rein, wenn es was Interessantes zu berichten gibt. Ja, das war es dann erstmal bisher. Bis gleich. Willkommen zum Finish. Ich präsentiere euch die Kobi 5812, die A10 Thunderbolt 2 auf einem wunderschönen Sockel, den man gerade nicht so sieht. Kommen wir gleich. Wir haben jetzt die Triebwerke fertig montiert, das Seitenleitwerk angebracht und die zwei Flügel montiert, sowie die restliche Bewaffnung. Es ist so, dass man bei diesem Flugzeug die Bewaffnung montiert, also laut Anleitung, bevor man die Flügel dran setzt. Das hatte ich bisher noch nicht. Das war eigentlich immer so der letzte Schritt. Das haben sie jetzt diesmal hier geändert, aber man muss auch sagen, dass die Raketen wirklich bombisch fest da dran hängen. Wie das gesamte Flugzeug an sich einfach bombisch stabil ist. Das kann man auch mal, man kann es fast überall anfassen, außer an den Raketen, klar. Ohne dass irgendwelche größeren Teile abfallen. Hier und da mein Deko-Element ist klar. Ja, die Bauweise war Kobi, typisch einfach, also die Anleitung war super. Farbabweichung gibt es nicht. Man hat auch wieder auf den blauen, gelben oder grünen Stein, der ab und zu mal in dem Flugzeug verbaut wurde, in den letzten Modellen, hat man auch wieder verzichtet. Hätte mich aber auch nicht gestört, weil man sieht es nicht, was soll das.
Die Oberfläche ist super, es glänzt. Kratzer habe ich keine gefunden. Hier und da mal ein anderes Punkt, das kennen wir aber auch von Kobi. Die meisten hätte man, wenn man darauf achtet, vorher nach innen setzen können, dann hätte man sie gar nicht gesehen. Aber viele sind es auch nicht diesmal. Also ich habe jetzt ein, zwei Stellen gesehen, wo man es auch gar nicht hätte verhindern können, weil die Fliese komplett durchgeht. Ansonsten, ja, man sieht sehr, sehr wenig Noppen. Also es wird immer glatter, das Flugzeug. Das ist schon, die entwickeln sich wirklich weiter, machen sich Gedanken. Wir haben hier eine gelbe Drittleiter dran. Ich hole das mal da runter, ich stelle das Flugzeug mal hin. So. Man sieht mal auch den schönen Sockel mal. Ich muss nicht erwähnen, dass das ein Trend ist. Das gibt es nicht als Aufkleber bei Kobi. Bei den Flügeln, ich habe ja vorhin erwähnt, dass die mega stabil werden. Da habe ich ein bisschen zu hoch gepokert. Und zwar sind sie jetzt schon stabil da dran, man kann aber nicht, kann sie nicht dran hochheben, weil die Flügel komplett mit Hinges festgemacht sind. Und unten. Ich zeige es euch mal. Man hat dann hier da, mit so kleinen Noppen gearbeitet und ein Gegenelement eingebracht, um den Winkel von den Flügeln hinzubekommen, dass sie ein bisschen nach oben stehen. Die kann man also bewegen. Aber dadurch kann man sie natürlich nicht am Flügel hochnehmen, weil sie ja komplett auf Hinges, mit Hinges fest sind. Man kann das auch einfach so auf den Tisch stellen. Es hat aber ein leichtes Gewicht nach hinten. Also es reicht ein leichter Luftzug, sage ich mal. Und das Flugzeug ist im Startmodus. Sieht aber so auch nicht schlecht aus. Aber dafür ist ja ein Sockel dabei. Wie gesagt, das gelbe Ding hier. Also bei mir, ich werde mir das so hinstellen. Ich sehe das optisch nicht als relevant an. Wir haben ein paar Teile übrig, hauptsächlich Bügelperlen, mal wieder diese Vorrichtung, um die Bügelperlen reinzumachen und eine Modified mit Klammer. Ja, das Übliche. Ich hatte auch schon ein paar Fliesen oder kleine Blades übrig, wobei ich mir dann nicht sicher bin, ob ich die nicht irgendwo vergessen habe. Bei so einer Konstruktion, es ist egal, wo man dieses Flugzeug anfasst. Es bricht nicht auseinander, es ist stabil. Außer an den Flügelspitzen. Hatten wir schon. Die Triebwerke, kann man auch, sind die gekontert? Also ich glaube, die konnte man einfach abziehen. So. Die werden separat gebaut. Die drehen sich auch. Und werden dann einfach drauf gesteckt. Daran sollte man es also auch nicht festhalten. So, ja, alles in allem ein wunderschönes Flugzeug. Es kostet 45 Euro plus Versand. Es ist nicht günstig, also für 568 Teile ein Schnäppchen ist was anderes. Aber es ist brandneu auf dem Markt. Wartet 6 Monate, 8 Monate. Ich gehe davon aus, es ist dann für 35, 39 Euro zu bekommen. Vielleicht in einem Sale, in einem Angebot noch mal ein bisschen in der Runde. Ich zeige euch nochmal den Sockel. Also ich habe nur drei oder vier von diesen Sockel gebaut, bis ich dann umgestiegen bin und meine eigene gemacht habe. Das, was ich bisher gebaut habe, was ich auch so faszinierend finde, die sehen alle gleich aus, aber sie haben jedes Mal eine andere Bauweise.
Ich weiß nicht, ob das komplett durch alle Flugzeuge durch ist, aber bei den drei der vier Stück, die ich gebaut habe, hatte ich jedes Mal eine leicht andere Bauweise bei den Vögeln. Ich weiß nicht, ob das ein Gimmick ist, ein Running Gag ist. Aber ja, dachte ich erwähnen's mal, ich fand es halt lustig. Fängt man an zu bauen und denkt, man hat das ja schon mal gemacht, kein Problem, und dann fehlt einem ein Teil, weil sie die Konstruktion leicht geändert haben. Fand ich ganz ulkig. Ja, ich werde jetzt noch den Harrier bauen als nächstes. Und dann zeige ich euch auch mal die Komplettsammlung von mir, die ich auf einen Podest mit eigenen Sockeln montiert habe. Aber das machen wir, wenn wir alles komplett haben. Dann danke vielmals fürs Zuschauen. Schreibt mir was Nettes unten drunter. Und habt Spaß. Für mich gibt es für dieses Set eine absolute Kaufempfehlung. Über den Preis kann man immer diskutieren. Aber die wissen mittlerweile auch, was sie können und was sie für ein Standing im Markt haben und wie beliebt ihre Sachen sind. Ja. Man muss es ja nicht als erstes haben, wenn man ein bisschen wartet, ist es auch günstiger. Und für 35 oder 40 Euro ist das Ding durchaus super. Also wenn man ein Revell-Modell irgendwo kauft, das liegt auch in der Preisklasse, das muss man meistens noch selbst anmalen. Okay, dann habt noch viel Spaß, vielen Dank, tschüss.